So, heute wird es wieder mal Zeit, Gewicht zu messen. Gewicht zu messen? Nein, Körpergewicht zu wiegen. Oh Mann. Ich bin gerade aufgestanden und ja, ich hab einen komplett leeren Magen. Also, ich habe so der Magen so leer, dass ich, wie gesagt, schon der nach innen wächst, weil ich extrem Hunger habe. Was haben wir denn da? Das sind 93,5 abzüglich der Kamera, 200 Gramm. Frisur sitzt. Super. Guten Morgen, meine Freunde, and welcome back zu einem weiteren Bulk Vlog von meiner Person. Wieder zurück aus meiner Küche. Ein schönes Wochenende ist vorbei. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Ich habe mir da, wie gesagt, extra Mühe gegeben für euch, die zu cutten. Es hat riesen Spaß gebracht. Also wirklich, es war ein enorm geiles Wochenende. Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt mit den Jungs. Und ja, heute steht natürlich wieder ein Training an. Ich sitze jetzt gerade hier am Küchentisch, futter gerade ein bisschen. Heute ist Schulter-Arm-Training. Da nehme ich euch natürlich mit. Ich scheppere mir jetzt gerade hier nochmal meinen Poke-Cake rein, den ich mir eigentlich fast jeden Tag mache. Hab den jetzt ein bisschen gepimpt und zwar ist da ein bisschen, sind da ein bisschen mehr Erdbeeren drin. Ich habe da ein bisschen mehr Milch reingetan, damit ist er ein bisschen fluffiger. Und was ihr drüber seht, ist das hier. Ich habe von Alnatura so ein Mango-Vanille-Joghurt mir gestern gekauft, 3 Stück, und habe die mal rübergehauen. Ich trickse da gerne ein bisschen. Zusätzlich gibt es da natürlich nochmal meine Supplements, Vitamin D, Zink, Yomo, Water steht schon bereit und Kreatin. Ich muss sagen, ich schmecke das Yomo-Gerstengras nicht mehr so raus. Also es ist nicht so ekelhaft, sage ich mal, wie es zu Anfang war. Also ich kann es locker trinken. Dazu ziehe ich mir hier noch ein bisschen The Walking Dead, die neue Staffel rein. Da bin ich aktuell ein richtig großer Fan wieder von. Also habe ich gerade angefangen zu schauen und in 2 Tagen alle Folgen, die es gibt, schon fast durchgeschaut. Wobei die letzte, ja, die ist auch schon full. Ja, dann gibt es ja gar nichts mehr reinzuziehen. Scheiße! Ja, gibt es nichts mehr. Interessant. Was habe ich hier stehen? Ich habe hier 2 Whey-Sorten stehen, die möchte ich euch gerne vorstellen, beziehungsweise möchte ich mich bei Sport Performance dafür bedanken. Das Geile ist, ich bedanke mich dafür. Das war eigentlich gar nicht für mich vorgesehen, aber ich sage trotzdem danke, weil das jetzt da steht bei mir zu Hause. Das war eigentlich für den Manuel. Das Problem war nur, er hatte nur Handgepäck und sein Koffer war bis oben hin voll, sein kleiner Koffer. Und er kriegt das nicht mal rein. Ich glaube, das hat er dir auch gesagt, Flo. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Florian, vielen Dank dafür, denn das Ganze ist jetzt in meinen Besitz übergegangen. Wir haben hier von Case Fitness, die meisten kennen ihn, weiß nicht, wirst du Case? Kais? auf jeden Fall Instagram abchecken. Kais, guter Mann. Auch Ernährungsberater und Personal Trainer, sein eigenes Way. Habe ich noch nicht geöffnet, beide. Werde ich mal abchecken und euch dann später mal Bericht erstatten. Und hier nochmal ein eigenes Way von Sport Performance. Ja, wie gesagt, habe ich auch noch nicht probiert. Ihr seht, ist alles geschlossen. Werde ich auch mal Bericht erstatten, wenn ich das mal getestet habe, wie das kommt. Dann hat er uns nochmal 2 Gummis hier zugeschickt, auch immer ganz geil, trage ich ja gerne, wie ihr wisst. Und ich glaube, der war für mich vorgesehen. Ein Stringer, den habe ich noch nicht geöffnet, auch von Sport Performance in Größe L. Werde ich jetzt die Tage mal beim Gym tragen. Wie gesagt, vielen Dank, Florian. Und vielen Dank, große Dank geht raus an Sport Performance. Ich werde alles mal testen und wie gesagt, Bericht erstatten. Und dann futter ich mir jetzt erstmal hier meine Mahlzeiten rein. Ja, dann setze ich mich nochmal in den Rechner 2 Stunden, habe ich gerade noch ein paar Sachen zu schreiben und dann sehen wir uns im Gym. Ja, außer es passiert was Interessantes. Ihr habt gerade gesehen, mein Gewicht, genau, ich habe mich gewogen, ja, liegt bei 93 und ein paar zerquetschen, abzüglich der Shorts und der Kamera sind es 93 glatt. Mein Magen ist extrem leer. Das heißt, Leute, wenn ihr euch wiegen wollt, macht es am besten morgens, sagen wir mal nach dem Toilettengang, auf komplett leeren Magen. Am gleichen Ort am besten natürlich und so immer meistens zur gleichen Uhrzeit.
Das ist das Optimalste, dann kann man wirklich Gewichte festhalten. Viele verlaufen sich da drin, finde ich immer. Ich höre immer von sehr vielen Kunden von mir, oh, ich wiege mich fast jeden Tag. Ich sage immer zu Anfang, vor allem für Leute, die anfangen zu trainieren, lass die Waage komplett weg. Das sage ich echt jedem, lass die weg. Du kannst dich einmal drauf wiegen, ja, zum Start. Das Gewicht wird sich aber meistens im Krafttraining, wenn man im Krafttraining einsteigt, sag ich mal, ein bisschen nach oben bewegen. Und das macht viele ganz verrückt, denn einige haben natürlich das Ziel, noch weiter abzunehmen und wollen dann nochmal durch die muskuläre Anstrengung im Gym den Körper nochmal ein bisschen straffen und nochmal ein bisschen drillen dazu abzunehmen. Ja, und dann gucken die auf die Waage und kriegen einen totalen Schock, weil die dann denken, oh shit, ich wiege mehr, ich mache was falsch, ich habe zu viel gegessen. Ja, in dem Fall ist meistens dann Muskulatur, die man aufgebaut hat, beziehungsweise Wasser, was der Körper gezogen hat, denn der Körper merkt, er braucht mehr Nährstoffe und er fängt natürlich an, dann sich die Nährstoffe auf den Körper zu greifen, die man sich halt zuführt und zieht sie sich halt in die Muskulatur rein. Dazu kommt halt Wasser unter anderem und dementsprechend sollte die Waage zu Anfang eines solchen Krafttrainings nicht keine Rolle spielen. Ich selber wiege mich vielleicht alle 1 bis 2 Wochen mal, einfach mal zu checken, wo ich stehe. 93 sind es, ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns gewogen haben, waren es auch so 93. Jetzt habe ich 5 Tage Pause gehabt, scheiße ernährt, nicht wirklich darauf geachtet. Es geht jetzt wieder los, Training bin ich wieder voll drin. Und wie gesagt, dann schalte ich gleich nochmal rein, wenn es zum Training geht. Bis gleich, meine Freunde. We'll be right back.
So, meine Freunde, Training ist durch und ja, es war ein wirklich geiles Training, muss ich sagen. Es war ein wirklich, wirklich geiles Training, denn wie ich ja schon erzählt hatte, bin ich 5 Tage vom Gym quasi ausgefallen, krankheitsbedingt. Dann waren die Jungs da, beziehungsweise Manuel, Gym Night, Oscar, Eugen etc. Und das Training war zwar in Ordnung, gut, aber es war halt nicht wirklich fokussiert. Und vor allem heute habt ihr gesehen, ich habe ein paar neue Dinge probiert, vor allem das laterale einarmige Schulterdrücken, um auch ein bisschen meinen Chor, also meinen Bauch, meine Mitte grundsätzlich ein bisschen zu stabilisieren, da ein bisschen vermehrt drauf zu achten, weil ich gemerkt habe, vor allem bei den Kniebeugen, dass ich da, ja, weil ich die vernachlässigt habe, aufgrund ein paar Wehwehchen, ja, auch Defizite habe. Und halt, um meinen Chor auch außerhalb dieser Zeit zu trainieren von Kniebeugen und Bauchübungen etc., wollte ich halt diese Übungen ausprobieren, wie das kommt, ob ich damit klarkomme. Es war super, es hat sich super angefühlt. Ihr habt gesehen, ich habe ohne Bandagen trainiert, dieses Training, komplette Training durch. Es hat eigentlich einen ganz bestimmten Grund, weil, wie ihr gesehen habt, ich habe mich ordentlich aufgewärmt. Also es kommt halt allemal durchs Aufwärmen. Ihr habt gesehen, ich war auf dem Crosstrainer. Ich war auf diesem, ich weiß noch nicht mal, wie man das nennt. Ich habe das nur in meinem einen Studio jemals gesehen. Arme Rudergerät, wie auch immer. Ja, Thema Aufwärmen. Wird drüber immer viel spekuliert, beziehungsweise viele sind so strikt dagegen, beziehungsweise machen es einfach nicht, denn Cardio ist scheiße. Cardio ist, wie sagt man immer, grauenvoll, langweilig, bringt nichts, hört man ja immer wieder, vor allem im Aufbau, nimmt man ja am besten noch ab. Das sind so die Klassiker, die man im Studio immer von bestimmten Leuten hört. Also Aufwärmen ist für mich essentiell, ohne geht gar nichts. Mittlerweile bin ich auch auf dem Level angekommen, sage ich mal, da trainiere ich schon so intensiv, dass ohne Aufwärmen ich mehr oder weniger auseinanderbrechen würde. Ich merke das ja jetzt an meinen Ellbogen, Knie etc. Und das sind einfach Punkte, wo das einfach für mich dazugehört. Zudem, ich auch ganz viele Leute im Gym immer sehe, die trainieren Oberkörper und wärmen sich auf dem Fahrrad auf. Was ich nicht verstehen kann. Weil ich sage, okay, eine Sache ist, seine Durchblutung anzuregen und deshalb sich aufzuwärmen, das ist richtig. Bloß sollte da nicht nur der Fokus darauf liegen, sondern auch darauf liegen, seine Gelenke aufzuwärmen. Und auch die Körperpartien, Muskulaturpartien aufzuwärmen, die man trainiert. Und nicht die Beine aufzuwärmen, sage ich mal, wenn man Schulter trainiert als Beispiel. Weil das sind zwei verschiedene Welten. Und da wundert es mich natürlich auch nicht, wenn man... Ja, ich glaube, da gab es schon ein Studio mal von fast wirklich jeder zweite Fitnessstudio, also Mitglied in einem Fitnessstudio hat Schulterprobleme oder Probleme im, halt im Schulterbereich, im Schultergürtel. Das sind halt Punkte, wo ich sage, ja klar, es hat natürlich einmal damit zu tun, ganz klar, dass sie sich nicht aufwärmen oder falsch aufwärmen und klassisch natürlich Überbelastung. Also die belasten den Körper mehr, als der Körper ab kann und dann verletzt man sich halt. Ich, Gott sei Dank, hatte noch nie eine Schulterverletzung, wärme aber auch meine Rotatoren auf. Ich lasse mir Zeit damit, also bis ich mit meinem ersten Arbeitssatz anfange, ab dem Zeitpunkt, wo ich, sag ich mal, die Sportklamotten angezogen habe, ready bin, dauert das 20 Minuten mindestens. Dann geht mein Training erst wirklich los. Deshalb habe ich auch manche Einheiten, wo ich mal ein bisschen länger im Gym bin, was nicht unbedingt schlimm ist, weil ich mir gerne die Zeit nehme, vor allem für solche Dinge, denn ich denke da langfristig, ich möchte diesen Sport langfristig betreiben. Deshalb, Leute, wenn ihr euch aufwärmt, geht nicht aufs Fahrrad, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Ich sage eigentlich, unter 10 Minuten geht gar nichts. 10 bis 20 Minuten müssen drin sein. Ich mache immer so mindestens 10 bis 15 und Cardio immer im Nachhinein, so wie gestern zum Beispiel, da habe ich nochmal wirklich eine Cardio-Runde eingelegt. Deshalb geht auf den Crosstrainer, wenn ihr den Oberkörper trainiert. Laufen finde ich auch in Ordnung. Bloß ist da wiederum
ich arbeite beim Crosstrainer gern mit den Armen. Viele hängen die Arme nur auf und arbeiten nur über die Beine und lassen sich quasi führen. Ich arbeite wirklich aus dem Arm heraus, um halt auch einen minimalen Pump sogar, den bekomme ich sogar im Trizeps, und halt um meine Ellbogen aufzuwärmen, weil ich da wirklich ja, wie ihr wisst, durch die, also aufgrund dessen nutze ich ja Bandagen, auch da schon das ein oder andere Wehwehchen hatte. Heute war es richtig gut, also diesen Arm-Ergometer, wie der heißt, werde ich öfters benutzen. Der ist richtig geil für ein Oberkörpertraining, für Arm, vor allem für Schulterarme. Finde ich richtig geil. Also wer den hat, wir haben Felix trainiert, und wer den hat, nutzt den, probiert es aus. Es ist, also man kriegt sogar schon wirklich so einen schönen Pump im Unterarm, so einen ganz leichten, das macht einen richtig ready. Der Schulterbereich wird richtig gut aufgewärmt, das ist sogar im, vor allem fürs Brusttraining optimal. Die Brust wird da auch mit aufgewärmt, Rücken auch, also eigentlich mehr oder weniger Brust abwärts, aufwärts, der ganze Körper. Kann ich nur jedem empfehlen, versucht es aus. Ich fahre jetzt erstmal einkaufen. Und dann wird erstmal Essen gekocht für jetzt und heute Abend. So, ich bin jetzt vom Einkaufen wiedergekommen. Ein paar Dinge, Paprika für heute und morgen. Die schneide ich mir mal gerne in mein, ich nenne das immer Sojahuhn rein. Dann habe ich hier Hähnchen schon vorgeschnitten. Dann nochmal Walnusskerne, naturbelassen. Für zwischendurch noch mal, dass ich mir den mal reinscheppern kann. Dann habe ich hier noch mal den, den kennst du bestimmt schon meisten. Es ist relativ neu. Bei Lidl gibt es auch bei Rewe Protein Joghurt mit 11,8 Gramm Protein auf 100. Low Fat, 0,2 Fett. Oh, sieht man ja gar nicht. Aber ja, so eigentlich 5 cm Abstand und sollte fokussieren. Naja, will er nicht. Naja, auf jeden Fall Proteinjoghurt mit 0,2 Fett. In den Proteinjoghurt haue ich mir immer gehackte Mandeln rein. Die gibt es endlich wieder bei Lidl. Schmeckt nämlich richtig geil. Schön da gehackte Mandeln rein, ein bisschen Zucker, fertig. Weil in dem, für alle, in dem mit Geschmack ist nämlich Aspartam drin und jegliche andere Verdickungsstoffe, Inhaltsstoffe, auf die ich halt nicht so stehe. Dann nochmal gefrorene Schnittlauch, ist gefroren, weil es erstens ist, wie steht hier geschrieben, Aromaschutz, also schützt das Aroma des Schnittlauchs, und den mache ich mir gerne zum Schluss immer nochmal über meinen Huhn mit Reis. Ja, das Ganze ist quasi mein Einkauf, das brauche ich gleich, das brauche ich gleich und das brauche ich gleich, der Rest kommt erstmal weg, der Rest ist hier für morgen, und dann zeige ich euch mal, wie ich mein Soja Huhn zubereiten. Als Zutaten relativ easy. Wir haben hier 3 rote Zwiebeln, 3 Paprikas, Hähnchen und Gewürze und eine Sojasauce. Das ist halt meine Zutat, die das Ganze erst richtig schmackhaft macht und nicht so trocken schmecken lässt. Bedeutet, ich schneide die Zwiebeln klein, die haue ich dann in die Pfanne, vorgewärmte. Dann schneide ich das Hähnchen nochmal ein bisschen kleiner, haue das auch in die Pfanne. Zum Schluss haue ich dann ein Stück Soja rein. Paprika kommt relativ zum Ende und ganz zum Schluss wird dann gewürzt. Während des Kochens habe ich noch hohen Besuch bekommen. Puff. Eugen, der Fitness Eugen ist hergekommen. Warum bist du überhaupt hier? Ich weiß. Achso, wegen des Laptops. Ja. Er kommt noch so, um Hallo zu sagen. Wir trainieren. Ja, wir haben ja schon trainiert. Hau rein. Genau, ich habe seinen Laptop wieder ein bisschen gepimpt. Und ja, darfst mir beim Kochen zuschauen. Ja, sehr gut. Hat auch alter Foodpack gemacht. Ja? Also Reis mit Paprika und Hähnchenbrust. Aber nur für Mittag oder was? Nee, für Abend. Frühstück. Ach, wie Frühstück? Ich habe noch vergessen, Abend das für heute und morgen gekocht. Ja. Vielleicht gibt es noch einen Döner, dann wieder. Aufbau. Ja, Aufbau läuft mit hart gefett. Alter, bald sieht es aus wie ich auch damit. Ist dann nicht mehr sexy. Also, ich versorge den jungen Mann mal und dann wird weitergekocht. Oh,
zurechtgeschnitten. Ich bereite mir das immer gerne vorab vor. Das heißt, Zwiebeln immer zuerst. Die Pfanne ist schon ist warm. Auf Stufe 7 von 10. Das heißt, ein bisschen Rapsöl. Dann verteilen. Easy. Also, eigentlich Reihenfolge ist easy. Zwiebeln zuerst, dann das Fleisch hinterher, Sojasauce und die Paprika dann quasi zu allerletzt. Das Geile ist, wenn man die Zwiebeln vorab reinhaut und das Fleisch dann drauf, dann nimmt das halt, meinte Eugen auch gerade, nimmt das Fleisch quasi den Geschmack der Zwiebeln auf. Aroma. Also Aroma. Und ja, das schmeckt halt super geil. Ich brate die nur minimal an, weil das Fleisch gleich hinterherkommt und das Ganze sowieso noch mit dem Reis ein bisschen länger schmort. Aber das Geile kommt erst, wenn die Sojasauce reinkommt. Dann wird das richtig geil. Also das ist das Geheimnis, Leute. Sojasauce, da flash ich gerade richtig drauf ab. Da könnt ihr mir fast die ganze Flasche reinhauen. Ich weiß, ob es gesund ist. Aber kann ich euch immer empfehlen, kauft euch das. Gibt es eigentlich fast in jedem Sojamarkt. In jedem Supermarkt. Hier nochmal 400 Gramm Reis mit zubereitet, das für zwei Mahlzeiten, quasi für jetzt und später. Hau ich jetzt einfach hier rein. Bam, 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 bam. Reis habe ich auch nochmal parallel gesalzt. Kein Korn war verschwendet. So, das nochmal hier auf 9 angeheizt, damit das richtig geil vermischen kann. Wird der Reis nochmal ein bisschen angebraten. Die Sojasauce kann nochmal ein bisschen aufkochen. Und dann ist es ready. So, die Mahlzeit hat jetzt grundlegend, wenn ich die normalerweise koche, 15 Minuten gedauert. Das hat jetzt mit Eugen hier, weil mich voll sauber in der Spalte. Oha. Das hat jetzt ein paar Minuten länger gedauert, aber ansonsten wieder 15 Minuten. Die Küche ist sauber. Also ich habe hier die Arbeitsplatte schon mal aufgeräumt. Währenddessen während das Ganze nochmal geköchelt hat, zubereitet, gebraten hat. Also Leute, Thema Ausreden, ich kann nicht, ich habe keine Zeit oder sonst was. Man muss es nur richtig organisieren, dann kriegt man das auch hin. So, das sind jetzt fette zwei Mahlzeiten mit 400 Gramm Reis, 400 Gramm Hähnchen, Paprika, Zwiebeln und Soja. Und weil ich so ein crazy Freak bin, haue ich mir da noch ein bisschen Soja rein. Garantiert 800 Kalorien, ey, pro Mahlzeit. 800? Und mehr sogar wahrscheinlich. Allein. Also kommt davon, 200 Gramm Reis, ungekocht oder gekocht? Ungekocht, ne? Also ja, okay, das ist deutlich mehr. Ich dachte, gekocht. Wenn es gekocht wäre, wäre es eigentlich mal 3 dann. Checkst du? Ja. Also ich doppelte Menge. Gekocht. Das ist besser dann. Das ist klar, bist du wahrscheinlich bei 1000 irgendwas oder 1000. Also 2 Mille. Ja, ich weiß, ich meinte jetzt eine Portion. Ja, das ist ja eine. Genau, eine Portion war ungefähr 1000, so habe ich das auch gerechnet. Das war so mein Ziel, damit ich auf jeden Fall nochmal 2 reinbekomme. So, fertig. Könnte schön aussehen. Ah, was ich immer noch. Ah, genau, was ich zusätzlich immer noch gerne mache. Perfekt zählt, ne? Warte. Das Auge ist mit. Und es gibt tatsächlich noch einen Geschmack. Das habe ich ja vorhin gekauft. Gefrorenen Schnittlauch. Von Iglo. Iglo regelt. Iglo kann nicht aufgehen, ne? So was. Digga, wozu hast du trainiert, ey? Jahrelang trainiert. Solche Arme, Digga, kriegt nicht mal so eine Packung. Toll, was soll das? Traurige Nummer. Da schneiden wir raus. Also,
noch Papier. Das Rezept findet ihr auf meinem Channel. Genau, und leitet das jetzt bei sich hoch. So. Gefrorener Schnittlauch rüber. So, absolut geil. Sag mal. Jetzt sieht doch richtig sexy aus. Was ich gestern auch gemacht habe, ich habe mir Sonnenblumenkerne gekauft. Die haue ich nochmal übers Essen. Kennst du von New Saigon? Die kriegen mir Cashewnüsse drüber. Ich mache mir eine Portion, lege die auf den Teller, nehme so eine halbe Handvoll Sonnenblumenkerne, weil das ja wirklich low fat ist in dem Sinn, in dem Fall, und haue die auch nochmal rüber. Bam! Schmeckt richtig geil. Attacke. Easy, Leute, Attacke. Ich habe Hunger und Eugen muss nochmal versorgt werden. Und dann, ich weiß nicht, ich schalte ihn nochmal rein. Es gibt eigentlich nichts mehr. Ich futter jetzt nur noch, setze mich an den Rechner, arbeite noch ein bisschen, schneide das Video wahrscheinlich schon zusammen. Und dann war es das auch schon von meiner Seite aus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat dieser Bike-Vlog gefallen. Der war jetzt diesmal nicht so spannend wie das Wochenende. Aber wie gesagt, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Liken und abonnieren. Und dann sehen wir uns bald wieder im Bike-Vlog mittlerweile 22. Bis bald, Leute.